Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Black Ops 2. Ich check mal kurz, ob die Aufnahme läuft. Ja, sie läuft und wir zocken Team Deathmatch auf Nuketown. Wir werden die Scar H spielen, weil ich gerade Bock auf die habe. Und wie gesagt, egal wie scheiße die Runde wird, ich lade sie hoch. Und ja, kannst mal schneller laden, sauber. Ja, die Gegner sind auch nicht so der Brüller. Aber ich bin auch nicht der Brüller. Deswegen. Guckt euch dieses Aim an, Leute. Oh shit. Guckt euch, gönnt euch einfach. Ihr könnt es bei mir trainieren. 30 Euro die Stunde. €30 die Stunde. Ich bin tot. Ah, das war ja mal richtig lucky. Lucky Schmacky. Naja, ein bisschen was zu bereden habe ich ja schon, ne? Ich meine, einmal würde ich sagen, falls irgendwer meine Videos schaut, sag doch mal ein Thema an, worüber ich labern soll oder so. Dann passt das. Dann ist das jetzt auch nicht nur irgendwie so ein Battle of the Tattle. Ah. Toll. So. Scheiße. Boah, ich wusste, dass da einer oben war, aber ich dachte, ich kann mich daran sneaken. So wie in Minecraft mit Shift. Oder wo man es auch sonst hat, ne? Die Taste. Ah, ist das Game. Das Game macht mal wieder so viel Spaß. Oh, das ist noch nicht mal ein Gegner. Geil. Ja, geil, geil, geil. Ja, ey, ohne Witz. Die meisten Gegner haben echt kein Brain. Meine, guck mal. Sogar so scheiße und reißt nichts. War, keine Ahnung, die drehen sich zu mir. Und fragen sie sich, warum sie sterben. Genau wie der. Ich gebe ihnen irgendwie Headshot um eine Ecke. Wie killt er mich? Hä, hey, ich hab ihm einen scheiß Headshot gegeben. Und ich sterbe mit, oder wie? War wie oder was? Verstehe ich nicht. Dit verstehe ich nicht, Leute. Ah, guck mal, was Streaks angeht, weiß ich nicht oft. Na, okay, gut. Wenn ich mal ein Wochenende eine Dauer-COD zocke. Oder so, dann schon, aber. Guckt euch da an, ich rush hier rein. Krieg auch gut Kills. Dann sterbe ich durch so eine Scheiße. Das ist einfach, keine Ahnung. Ich habe kugelsichere Weste oder wie das auch heißt, ne? Ich sterbe an so eine Scheiße. Digga, was ist das? Ich denke mal, in der Beschreibung steht auch, man ist geschützt vor so eine scheiß C4 auf. Naja, okay. Wenn man weak ist oder so, fast im Sterben ist, dann natürlich vielleicht nicht, ne? Aber wenn man es mal hier logisch angeht, ne? Dann ja eben schon, ne? Deswegen muss der Sinn dahinter. Oder wenn da hinten irgendwie sich einer hinter der Tür verkäme, das ist gegen die Matrix. Wie geht sowas eigentlich? Das ist, keine Ahnung. Kommen irgendwelche Granaten angeflogen, der hier da ist schon wieder tot. Und ich brauche Munition. Wie ich die bekomme, gucke ich bei Amazon. Ja, guck, Amazon-Bestellung angekommen. Ja, guck mal, das war einfach die Ablenkung pur.
Der hat einfach so ein Trophy-System dahingeschmissen und dann kommt der Schrotzen ab. Ja, im Headglitch und dann kommt einer von hinten oder wie. Richtiger Lappen, yo. Ah, guck, der verschwindet auch im Eck. Ne, schon fast wie ein Advanced Warfare, Leute. Guck mal, mein Team lief schon. Weil die scheiße sind. Muss hier carryen. Aber die denken da, die können da irgendwie durchrushen wie sonst was. Okay. Weil zwar kein Last Nice bekommen, aber mit einer Nice 3er KD bin ich hier rausgekommen. GG Nice. Als Mordio-Opfer. Hoffe mal, ich habe jetzt hier Sprachchat an. GG Onkel. Au. Ja gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.